Herr Dr. Bischof, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Scheele, Sie haben eingangs erneut unterstrichen, dass wir hier mit einem ernsten Thema befasst sind und Sie ganz beeindruckt über die differenzierten Zugänge sind. Erneut haben Sie alle eingeladen, Ihren Beitrag zur Lösung des Problems zu machen. Ich möchte für meinen Teil erklären, dass ich diese Attitüde satt habe. Sie sagen immer wieder nur, Sie können gerne mitmachen, aber nur, wenn Sie Ihre Bedingungen diktieren. Und das zu sagen, auch unter Missachtung, jedenfalls von meiner Seite, von parlamentarischen Regeln. Dann sagen Sie und auch Herr Schreiber und auch der Fraktionsvorsitzende Dressel, irgendeiner zu sagen, würde das Problem ignorieren. Wir würden schweigen über die Gewalt und wir hätten ein romantisches Verhältnis zur Übernachtung in feuchter Umgebung draußen. Ich kann noch mal erklären, auch das gehört eigentlich zu einer unfairen Argumentation. Niemand, und ich glaube, dass ich mich in dem auskenne, niemand hat irgendwo einen Anflug davon, diese Gewalt kleinzureden, das Moment zu sagen, des Schutzes der Öffentlichkeit und anderer zu ignorieren. Das ist überhaupt nicht unser Problem. Und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwelchen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, die Freiheit des Zeltens oder des Übernachtens im Grünen zu ermöglichen, wie Herr Schreiber sagt. Das ist nicht unser Problem. Ich kann Ihnen sagen, was unser Problem ist. Das Problem ist die Verfestigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das war auch, Frau Beckeris, in Mitte im Beschluss. Im Beschluss heißt es, man hat damals, da stimme ich Ihnen zu, Herr Wersig, diesen Unfug von 100.000 und dann so obendrauf gemacht mit der Zielsetzung, die Situation der Obdachlosigkeit an diesem Ort nicht verfestigen zu lassen. Hat das aber ausdrücklich gekoppelt an die Auflage, also ich hätte an Galls Position auch nicht so gehandelt, meine Partei hat ja auch energisch dagegen gesprochen, gekoppelt daran, die Sozialbehörde wird aufgefordert, gemeinsam mit den Obdachloseneinrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass die Betroffenen auf Alternativangebote eingehen. Da haben wir schon gesagt, und da stehe ich noch zu, Herr Wersig, das öffnet eine Tür und wir können nicht kontrollieren, ob diese Aufforderung, dass die Sozialbehörde sich des Problems annimmt, auch wirklich umgesetzt wird. Und der entscheidende Punkt, und so ist es auch gekommen. Jetzt sagt Herr Osterburg zu Recht, haben wir das gemacht. Die Bürgerinnen und Bürger wurden nach Jenfeld ausgelagert, vertrieben. Und dann waren wieder Leute da. Und man hätte erneut mit der Straßensozialarbeit dagegen was unternehmen müssen. Und das ist nicht passiert. Und lassen Sie mich an der Stelle, und das finde ich wirklich ganz problematisch, Herr Scheele, lassen Sie mich noch mal sagen, wissen Sie eigentlich, warum jetzt Hinz und Kunst sagt, sie macht beim Moderationsverfahren nicht mit? Weil, ja, das können Sie ja lesen, wir hatten im Januar in Peak Ass eine volle Belegung. Und wir sind im Juni diesen Jahres auf 260 Nachsuchende gekommen. Und dann hat die Sozialbehörde oder wer immer den Kopf dafür herhält, gesagt, nach 3 Nächten ist mit allen Bürgerinnen und Bürgern Schluss, die nicht sozialrechtlich sozusagen eingebunden sind. Und das hat das Problem verschärft. Das ist der Hintergrund. Das wird niemand von uns, der SPD oder der Sozialbehörde, annehmen. Aber das ist der Hintergrund, um den es geht. Und jetzt muss man in der Tat was dagegen machen. Und der Zaun als Alternative, das ist doch der komplette Blödsinn. Das ist sozusagen, das ist doch Vernichtung pur, was da gemacht wird. Und lassen Sie mich, weil ich kann ja nicht so lange auf die Argumente alle eingehen. Ich habe mich jetzt ja nur geärgert über seine Attitüde.
Das Problem ist zum Beispiel Spaldingstraße. Ich bin für dieses Programm insgesamt. Ich würde auch, Herr Grote, dieses Angebot, wenn es ernst gemeint wäre, auch mitmachen und sagen, ich diskutiere mit. Das Problem ist, ich kann nicht einen Büroleerstand über 10, 15 Jahre, wo die Orte, die Initiativen, Stadtteilbeirat vor Ort immer eine Nutzung wollten, immer abgeschmettert. Und dann war am 3. oder 5. war Stadtteilbeiratssitzung, da fragen die, was passiert jetzt mit diesem Gebäude, gibt es einen neuen Stand? Nichts. Am nächsten Tag entnehmen sie aus der Presse oder von dem, ich bin fertig, in diesem entnehmen sie, dass das Ding jetzt zu sagen wiederum genutzt wird. Und das ist für diesen Ausbau, das ist ja in Ordnung, aber man muss mit den Leuten reden, Herr Grote. Und das machen sie nicht.